unsere gemeinsame Verantwortung. Kobani ist zum weltweiten Symbol des Kampfes um eine freiheitliche und demokratische Welt geworden. Im Herbst 2014 wurde in Kobani die Revolution von Rojava gegen den sogenannten Islamischen Staat, IS, erfolgreich verteidigt. Seitdem hat sich die demokratische Selbstverwaltung nicht nur auf große Gebiete Nordsyriens ausgeweitet. Sie ist auch zu einer Inspirationsquelle für Menschen und Bewegungen auf der ganzen Welt geworden, die für eine gerechtere Welt kämpfen. Doch die Revolution von Rojava ist weiterhin gefährdet. Auch wenn der IS militärisch und in Nordsyrien geschlagen ist, ist seine faschistoide Ideologie lange nicht ausgelöscht. Im Gegenteil, gerade in den von der Türkei besetzten Gebieten treiben Dschihadisten weiter ihr Unwesen, terrorisieren Andersdenkende, begehen Kriegsverbrechen und betreiben ethnische Säuberungen. Der türkische Staat befördert nicht nur in Syrien die Ideologie des IS, sondern ist gegenwärtig in einer Vielzahl von Ländern der Region als Kriegstreiber aktiv. Nach den militärischen Aggressionen in Libyen, Südkurdistan, ich nenne mal Nordirak und in Bergkarabach widmet sich die türkische Kriegspolitik erneut Gebieten in Nordsyrien. Die Stadt Ain Issa wurde in den vergangenen Tagen wiederholt angegriffen und nur durch die entschiedenen Verteidigungshandlungen der örtlichen lokalen Kräfte konnte ein größeres Ausmaß der Auseinandersetzung bislang unterbunden werden. Doch die Gefahr, weitere Besatzungsangriffe und der damit verbundenen Vertreibung von abertausenden Menschen bleibt eminent. Nun werden, wie auf der ganzen Welt, auch in der Bundesrepublik, Aktionen rund um den Welt-Kobani-Tag am 1. November organisiert und geplant. Auch wir rufen dazu auf, das kommende Wochenende zu einem Antikriegswochenende zu verwandeln. Wir fordern nichts anderes als ein bedingungsloses